Es werde Licht. Mit diesem Bibelzitat aus der Genesis bzw. dem ersten Buch Moses beginnt heute unser Podcast mit meinem Interviewgast Dr. Alexander Wunsch, mit dem ich heute über das Thema Lichtbiologie und die Bedeutung für die Medizin sprechen möchte. Und deshalb jetzt zunächst mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Business Doc Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast möchten wir euch auf dem Weg in die Niederlassung und Selbstständigkeit mit wertvollen Tipps unterstützen. Und wir behandeln aber auch immer wieder Themen, die über den klassischen Bereich der Medizin hinausgehen. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner findet ihr hier kostbare Informationen für die Praxis und fürs Unternehmen. Denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Wenn ihr mehr zum Thema Business Doc erfahren wollt, bitte besucht die Homepage unter www.businessdoc.online oder schreibt eine E-Mail an info@businessdoc.online. Ja, unser heutiger Gast, Dr. Alexander Wunsch. Ich sage schon mal Hallo und herzliche Grüße nach Heidelberg. Wir haben uns kennengelernt auf einem Biohacking-Kongress in München, Vorfest. Und ich fand seine Geschichte und das Thema Licht so interessant, dass ich ihn angesprochen habe. Und er hat sehr spontan gesagt, klar, lassen wir uns telefonieren und darüber unterhalten, was wir besprechen können. Ich bin eben auf der Suche nach interessanten Unternehmergeschichten. Und ich finde, die habe ich absolut gefunden mit dem, was Sie machen. Ich würde aber kurz, bevor wir in die Frage- und Antwortrunde einsteigen, Dr. Wunsch nochmal persönlich vorstellen. Dr. Alexander Wunsch, 1961 geboren, studierte Medizin in Kiel, Gießen und Heidelberg. Wenn irgendwas falsch ist, Herr Wunsch, immer sofort reinrufen. Ja. Bitte? Bisher war alles richtig. Okay. Führt heute eine privatärztliche Praxis in Heidelberg. Er ist einer der führenden wissenschaftlichen Lichtexperten in Deutschland, Arzt, Forscher und Referent in den Bereichen der Lichttherapie, Photobiologie und Biophysik. Der engagierte Wissenschaftler erforscht Chancen und Risiken natürlicher und künstlicher optischer Strahlung auf Mensch und Umwelt, berät Politik, Medienvertreter und Industrie bei lichtbiologischen Fragen und entwickelt Konzepte und Anwendungen für die Lichttherapie und Hygiene bei Menschen. Er ist Mitglied der Deutschen Akademie für Photobiologie und Phototechnologie, der Deutschen Lichttechnikgesellschaft und Lehrbeauftragter für den Themenbereich Light and Health im internationalen Masterstudiengang Architectural Lighting Design an der Hochschule in Wismar. Gleichzeitig ist er noch stellvertretender wissenschaftlicher Leiter der Max-Lüscher-Stiftung und heute im Business Doc Podcast. Herzlich willkommen, Dr. Alexander Wunsch. Hallo, Jan. Guten Tag. Ja, bevor wir in die Frage- und Antwortrunde einsteigen, würde mich freuen, wenn Sie zwei Sätze zu sich sagen. Was macht Dr. Alexander Wunsch privat und was macht er vor allen Dingen beruflich? Was mache ich beruflich? Ich wiederhole jetzt einfach mal Ihre Frage, um noch ein bisschen Zeit zu gewinnen und nachzudenken. Ich bin verheiratet mit Boris Wunsch seit fast 25 Jahren. Wir haben zwei Kinder und leben hier in Heidelberg an einem sehr schönen Fleckchen. Und was mache ich privat? Ich habe in dem Sinn kein Privatleben, sondern ich habe eigentlich meine Hobbys und meine Hauptinteressen zu meinem Beruf gemacht. Und mein Hauptinteresse, das ist in erster Linie das Licht und das sind die Farben. Und in diesem Kontext bin ich seit fast 30 Jahren unterwegs. Und die Medizin, diese Privatniederlassung, nimmt letzten Endes nur einen sehr kleinen Teil ein. Ich habe schon während des Studiums, während des praktischen Jahres gemerkt, dass meine Herangehensweise an die Medizin mit Ursachenforschung, mit Gesprächen, also insbesondere mit den Patienten herauszuarbeiten, was sie selbst optimieren können, dass das in der eigentlichen klassischen Medizin, in der Schulmedizin keinen Raum hat. Und habe deswegen auch dann direkt nach dem Studium mich erstmal aus der Medizin zurückgezogen und habe über privates Interesse verschiedene Geräte entwickelt und die ersten Jahre, so in den 1990er Jahren, dann eine Firma geführt, mit der ich medizinische, komplementärmedizinische oder integrativmedizinische Geräte
hergestellt und vertrieben hat. Darf ich da kurz sofort nachfragen? Können Sie da konkret was sagen? Was waren das? Sie haben es gerade schon jetzt gesagt. Medizinische Geräte, ich würde mal annehmen, haben wahrscheinlich unmittelbar mit dem Thema Licht zu tun. Das hatte damals noch nicht mit dem Thema Licht zu tun, sondern das erste Gerät, das ich entwickelt habe und auch hergestellt habe, war ein sogenanntes kraniales Elektrostimulationsgerät, also ein kleines Kästchen, das sehr genau Frequenzen erzeugt, die man dann über Ohrclip-Elektroden auf den Organismus zur Einwirkung bringt. Das Ganze war auch als Medizingerät zugelassen. Anfang der 90er Jahre, also 1990, hat es gestartet. Und dieses Gerät war für mich der Türöffner in eine ganz andere Form der Medizin, eben die Biophysik, die ja in der heutigen Schulmedizin höchstens im diagnostischen Bereich eine Bedeutung hat, aber in der therapeutischen Anwendung eher ein Schattendasein fristet. Mhm. Und ich war damals sehr engagiert und man konnte mit diesem Brainman-Gerät zum Beispiel Schlafstörungen nicht pharmakologisch behandeln. Man konnte Lernverbesserungen erzielen, die teilweise bei Anwendern durchaus als sensationell bezeichnet werden konnten. Die Geräte haben sich geeignet zum Substanzentzug, insbesondere was Opiatabhängigkeiten betrifft, Methadon, Heroin. Ich musste allerdings dann im weiteren Verlauf lernen, dass solche Systeme in unserer heutigen Medizin eigentlich keinen Platz haben. Und durch die Beschäftigung mit den Frequenzen, die auf das Gehirn einwirken, bin ich dann im weiteren Verlauf auf die Klänge gestoßen, also auf die Körperschallanwendung, habe verschiedene Klangliegen konstruiert und realisiert. Und schlussendlich bin ich dann auf das Licht gekommen. Also von meiner Entwicklung, Interessensentwicklung kann man eigentlich sagen, es hat mit den ganz langsamen Frequenzen, die in unserem Gehirn eine Rolle spielen, angefangen. Dann über den Bereich der hörbaren Töne habe ich mich bis zu dem Spektralbereich und Frequenzbereich des Lichtes vorgearbeitet. Und bei dem Licht, bei elektromagnetischen Schwingungen, bin ich dann praktisch zum Verweilen gekommen, beziehungsweise das hat dann meinen Hauptfokus auch gebunden. Jetzt ist das ja eine wirklich spannende Entwicklung zu sagen, ich studiere Medizin und lerne während des Studiums oder sehe während des Studiums, ich nenne es jetzt mal Tendenzen, so würde ich es jetzt verstehen, die Sie zunächst mal in Anführungsstrichen nicht befriedigen und Sie haben so viel Interesse an einem Thema, dass Sie sich so damit auseinandersetzen und überlegen, was kann ich denn mit dem Wissen und meinem Interesse machen, damit ich alternative Wege in der Medizin finde. Ist das richtig so zusammengefasst oder hatte das einen ganz anderen Hintergrund? Naja, es ist eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ich muss sagen, ich bin damals sehr naiv an das Medizinstudium herangegangen. Mir war nicht klar, was es letztendlich im Alltag bedeutet, dass man als Arzt nur einen ganz, ganz geringen Spielraum hat, was die therapeutischen Optionen anbetrifft. Dass also durch die Abrechnungssysteme sehr, sehr engmaschig formuliert wird, welche Art von Medizin, welche Art von Therapie man letzten Endes zur Anwendung bringen kann. Also auch mit den dahinterliegenden Leitlinien, die dann vorgeben, wie ich behandeln muss oder wie ich eine bestimmte Krankheit behandeln muss oder soll. Das eine sind die Leitlinien, das ist praktisch die Good Practice of was für Therapien ich überhaupt anwende. Das andere ist natürlich das Abrechnungssystem, ja, von vielen auch, insbesondere auch von Kollegen, als ja problematisch angesehen wird. Und für mich gilt ja die Gebührenordnung für Ärzte als privatärztlichen, ja gelassener Arzt. Und die gibt eben einen sehr, sehr engen Rahmen vor. Und letzten Endes ist für die sprechende Medizin
zumindest mal was die allgemeinmedizinische Tätigkeit oder die hausärztliche Tätigkeit anbetrifft, wenig Raum dort gelassen. Bevor wir dann gleich nochmal wirklich intensiv auf das Thema der Lichtbiologie eingehen, weil das wirklich ein hochspannendes Thema ist, würde ich nochmal fragen, Sie haben den Facharzt für Allgemeinmedizin gemacht oder nein? Ich habe keinen Facharzt, ich bin nur Arzt. Und Sie haben aber dann irgendwann sich trotzdem entschieden, das, was Sie im Bereich der Ihrer eigenen, ich sage mal, entwickelten therapeutischen Maßnahmen erbracht haben, zu sagen, ich biete das auch meinen Patienten an in der Praxis und haben dann die eigene Praxis doch irgendwann gegründet und betreiben diese, Sie haben es gerade gesagt, eigentlich nur noch nebenbei zurzeit, richtig? Wenn man sich in einer privatärztlichen Praxis niederlässt, ohne vorher Oberarzt gewesen zu sein, also auch ohne die fachärztlichen Ausbildungen, dann ist es relativ schwierig, sowas auf finanziell tragfähige Säulen zu stellen. Und ich habe halt im Zusammenhang mit meinen Geräteentwicklungen und mit der Medizinproduktefirma, die ich seit Anfang der 1990er Jahre geführt habe, die Möglichkeit gehabt, mich wirtschaftlich sozusagen abzusichern und habe dann einfach schade gefunden, auf die ärztliche Tätigkeit völlig zu verzichten. Mhm. Und im Prinzip habe ich mir durch die Firma die Freiheit geschaffen, so ärztlich tätig zu sein, wie das meiner inneren Überzeugung entspricht, ohne mich jetzt diesen finanziellen Vorgaben, den Abrechnungsvorgaben unterordnen zu müssen. Hört sich aber, wenn ich das jetzt so sagen darf, nicht unbedingt nach einem einfachen Weg an. Also ich sag mal, das wäre ja auch möglich gewesen, den in Anführungsstrichen normalen Weg zu gehen, zu sagen, ja, ich mache dann noch die weitere Ausbildung, ich habe das jetzt gemacht, ich habe das Medizinstudium durchgezogen, gehe jetzt noch in die nächste Facharztausbildung, werde dann den Oberarzt und gehe dann in die Praxis. Weil ich habe ja nun mal Medizin studiert. Das ist der Weg, den sehr viele durchziehen. Sie haben aber die, ich nenne es jetzt mal unternehmerische Entscheidung getroffen. Nee, das mache ich komplett anders, weil ich habe da etwas gefunden, was mich in meiner täglichen Praxis und in dem, was ich einfach machen möchte, viel mehr zufriedenstellt und wo ich den Weg für mich in der Medizin und Zukunft sehe. Also ich sage mal den wahrscheinlich steinigeren Weg. Ja, der Weg war natürlich steinig. Jeder, der als Freelancer tätig war, der kennt das, dass die Aufträge nicht kontinuierlich ins Haus geflattert kommen und dass es eben Ups und Downs gibt. Aber die Zufriedenheit und die Überzeugung, wirklich die inneren Grundsätze beibehalten zu können und sich nicht verbiegen zu müssen, unterordnen zu müssen unter Vorgaben, hinter denen man natürlich steht. Das ist, glaube ich, was die Lebensqualität und was das Lebensgefühl anbetrifft, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und ich bin im Nachhinein betrachtet sehr froh, dass ich mich nicht untergeordnet habe, dass ich mich da nicht zurechtgebogen habe, sondern den Weg verfolgt habe, trotz aller Widrigkeiten und Schwierigkeiten, die in den Jahrzehnten dann aufgepoppt sind. Also aus meiner Sicht hat sich jetzt gerade aufgrund Ihrer letzten drei Sätze das ganze Interview auf jeden Fall schon gelohnt, denn das ist ein tolles Learning für alle die sich das hoffentlich anschauen, mal zu überlegen, was mache ich, gehe ich dem Weg, der vielleicht ein bisschen steiniger ist, aber bin ich zufrieden, denn eine Zufriedenheit hat nicht nur, ich wiederhole nur, nicht nur was mit monetären Gesichtspunkten zu tun, sondern vor allen Dingen ja was mit einer langfristigen inneren Zufriedenheit und vielleicht auch mit einer Selbstverwirklichung. Ja, jetzt würde ich gerne mal zu dem Thema Lichtbiologie kommen. Das ist ja ein Begriff, ich habe mal versucht, es gibt eine Internetseite, die habe ich gefunden, lichtbiologie.de, da beschreiben Sie sehr, sehr schön diese ich nenne es jetzt mal diese beiden Welten, das Thema Licht, das Thema der Biologie. Können Sie das kurz umschreiben und uns nochmal so ein bisschen mit in die Welt der Lichtbiologie nehmen? Ja, ich habe damals diesen Ausdruck der Lichtbiologie gewählt. Ich bin, glaube ich, mit der Webseite 2006 oder so online gegangen. Und das war in Folge bestimmter Erfahrungen, die ich damals gemacht habe,
Zum einen hatte ich mich zu dem Zeitpunkt schon sehr intensiv mit der Farblichttherapie beschäftigt gehabt. Das ist eine Methode, die nennt sich Spektrochrom. Auf die bin ich Anfang der 1990er Jahre gestoßen, oder das war 1994, und habe das dann kontinuierlich für mich weiterentwickelt. Das war so der erste Punkt, wo man als Arzt eigentlich weiß, dass Farben esoterischer Blödsinn sind. Zumindest, wenn man das Studium erfolgreich abgeschlossen hat. Und ich durfte damals eben die Erfahrung machen, dass zum Beispiel ich habe damals geraucht, so wie viele Mediziner, spätestens im Brettkurs, um die Geschmacksnerven zu betäuben, dann zum Stängel gegriffen haben. Und ein paar Bestrahlungen mit einer speziellen gelb-grünen Farbe haben dazu geführt bei mir, dass mir, wenn ich an der Zigarette gezogen habe, dass mir das nicht geschmeckt hat, dass mir fast schlecht wurde. Und auf die Art und Weise habe ich dann direkt Erfahrungen mit der Wirkung von Licht gemacht, von farbigem Licht. Und das stand natürlich im krassen Widerspruch zu dem, was ich eigentlich hätte gelernt haben sollen während meines Studiums. Und das war für mich sowieso immer wichtig, Dinge, die ich anderen therapeutisch zukommen lasse, dass ich die auch selbst ausprobieren kann. Damit grenzt sich natürlich das Spektrum therapeutischer Möglichkeiten entsprechend ein. Aber um zur Lichtbiologie jetzt zurückzukommen, meine Faszination für das farbige Licht, die aus der direkten Erfahrung entsprungen war, die hat dann eine Erweiterung erfahren, dadurch, dass ich kam von einem Vortrag in den USA zurück. Das war an den Niagara Falls und ich habe über diese Spektrochrom-Methode referiert. Wenn ich aus dem Fenster geguckt hatte, während meines Referats, konnte man über den Horseshoe Falls den Regenbogen sehen, also die ganze Zeit das Spektrum der Farben betrachten. Und als ich nach Hause kam, hatte mir meine Frau aufgrund einer Empfehlung von Marco Bischoff, der für seine Biophotonenarbeiten zum Beispiel bekannt ist, ein Buch gekauft. Das war ein Kongressband des dritten internationalen Kongresses für Lichtforschung, der 1936 in Wiesbaden stattgefunden hatte. Mhm. Und im Jetlag konnte ich nachts nicht schlafen und habe dann zunächst mal so quer gelesen in diesem Kongressband, 700 Seiten umfassend, und damals alles, was Rang und Namen hatte in der Lichtbiologie, hat damals dort beigetragen und referiert bei diesem Kongress. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich diese Dinge, die in diesem Kongressband drin standen, die verschiedenen Aufsätze, dass ich das gerne während meines Medizinstudiums gewusst hätte, weil ich dann viele Dinge nicht mehr hätte auswendig lernen müssen, sondern weil ich sie in einen sinnvollen Kontext hätte setzen können. Und die heutige Fotobiologie hat sich von dieser Gesamtschau, die für mich damals erkennbar war, als man dieses Fachgebiet noch Lichtbiologie genannt hat, eben wegentwickelt, so wie die allermeisten Forschungsgebiete immer spezifischer, spezifischer und spezifischer werden. Das heißt, wir können immer mehr auflösen, immer tiefer mit dem Mikroskop hineinschauen in die zugrunde liegenden Vorgänge, verlieren dabei aber viel zu oft die Gesamtschau und den Eindruck dessen, was alles zusammenwirkt. Und aus dem Grund habe ich mich damals eben entschieden, diese Begrifflichkeit der Lichtbiologie, der Fotobiologie vorzuziehen. Einfach um klar zu machen, dass mein Ansatz eher ein ganzheitlicher ist und der ursprünglichen Lichtbiologie ähnlicher als der heutigen Fotobiologie. Und das war dann praktisch der Grund, warum diese Webseite so genannt wurde. Und ich habe damals gegoogelt, bevor ich die Domain angemeldet habe, 2006 oder wann das war,
da gab es 16 Ergebnisse. Und wenn man heute Lichtbiologie googelt, dann sind es Tausende an Fundstellen, auf die man dann stößt. Und Licht und Biologie sind eigentlich untrennbar miteinander verknüpft. Das Licht der Sonne ist der antreibende Motor für sämtliche Stoffwechselentwicklungen, die wir hier auf unserem belebten Planeten beobachten können. Und letztendlich ist auch die DNS nichts anderes als ein System zur Verarbeitung, Speicherung, zum Handling von Licht. Das wirft ja sofort auch die Frage auf, wie nutzt man das, also jetzt für vielleicht zukünftige Behandlungsformen, also auch das Thema, ich habe so ein paar Begrifflichkeiten mir mal aufgeschrieben, Therapie von morgen, beziehungsweise auch mal zu überlegen, wie kann man das Licht sinnvoll einsetzen oder andersrum natürlich auch, wie wird das Licht heute unsinnig oder gar gefährlich eingesetzt, wenn wir vielleicht nicht über das Sonnenlicht sprechen, weil Sie haben ja gerade gesagt, der Sonnenlicht ist an nahezu allen Stoffwechselprozessen im Körper beschäftigt. Jetzt bin ich kein Arzt und versuche das immer laienhaft irgendwie nachzuvollziehen. Aber was passiert dann noch über das Thema Licht? Also sowohl im Positiven als auch im Negativen? Die Lichttherapie hatte in den ersten 40 Jahren des 20. Jahrhunderts oder 45 Jahren einen sehr, sehr hohen Stellenwert in der Medizin und wurde eigentlich dann erst abgelöst von der Pharmakotherapie, als man über Penicillin und Sulfonamide, also Antibiotika, verfügt hat. Davor war das Licht, die Lichttherapie, die schärfste Waffe zum Beispiel gegen solche Dunkelkrankheiten wie Tuberkulose oder auch die Rachitis. Und erst praktisch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hat das Licht dann seine Bedeutung zunehmend verloren. In der Zwischenzeit, wir haben ja, ich weiß gar nicht was, 2015 war das internationale Jahr des Lichtes. Und da soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass es sich beim Licht um ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug, das aus unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken ist, handelt. Allerdings die Themen, mit denen ich mich beschäftige, die finden haben praktisch in diesem internationalen Jahr des Lichts wenig Berücksichtigung gefunden. Wir haben in der Diagnostik haben wir lichtbasierte Methoden. In der Therapie haben wir lichtbasierte Methoden, aber die sind alle, sagen wir mal, sehr, sehr spezifisch. Es handelt sich um Lasersysteme in vielen Fällen, die jetzt für den Privatanwender oder auch jetzt für den normalen Arzt in der Praxis eher uninteressant sind. Demgegenüber steht dann zum Beispiel diese Farblichttherapie, die jeder mit ein bisschen handwerklichem Geschick sich selbst nutzbar machen kann, ohne großen Kostenaufwand. Die reine Anwendung von Licht in der Medizin, die musste mehr oder weniger Platz machen solchen Systemen oder solchen Therapiemodalitäten, wo man dann irgendwelche pharmazeutischen Produkte zusammen mit dem Licht einsetzt, seien es jetzt auf der einen Seite Kontrastmittel oder auf der anderen Seite Fotosensibilisatoren. Mit denen kann man schon sehr fortschrittlich therapieren. Und ich denke, wenn man alle Möglichkeiten des Lichts nutzen würde oder in der Medizin nutzbar machen würde, dann hätte die Menschheit sehr, sehr viel gewonnen. Gerade so in der First-Line-Defense von Krankheitsbildern, wie man sie eben zunächst mal als Hausarzt sieht, also Infektionskrankheiten, die jetzt, sagen wir mal, zu dem alltäglichen grippale Infekte, irgendwelche Ohrinfekte oder so bei Kindern, Verletzungen. Das wären alles Einsatzgebiete, wo man das Licht sehr, sehr förderlich und hilfreich einsetzen könnte. Mhm. Und das mache ich auch jetzt so in meinem
direkten Umfeld. Ich habe Geräte, die ich meinen Patienten auch mal ausleihe, damit sie sich zu Hause entsprechend behandeln können, wenn sich irgendwelche Patienten von mir Lidkorrekturen machen lassen im etwas fortgeschrittenen Alter. Da kann man das mit der Chromotherapie wunderbar begleiten. Aber da passiert halt grundsätzlich, dass die dann zu ihrem Chirurgen gehen und wenn die Fäden gezogen werden müssen und der Chirurg sagt, ah, Sie haben aber eine super Wundheilung. Und in dem Moment, wo die Patienten dann dem Chirurgen kommunizieren möchten, dass sie eben zusätzlich, um die Wundheilung zu unterstützen, farbiges Licht eingesetzt haben, dann geht der Rollladen runter und der will davon dann nichts mehr wissen, sondern der hat dann die Schublade schon geöffnet und der jeweilige Patient ist in der Schublade nicht zurechnungsfähig gelandet. Also insofern gibt es da einige Hindernisse, wenn es sich um Methoden handelt, die vielleicht auch dem medizinischen Laien zugänglich gemacht werden könnten. Auf der anderen Seite haben wir einen Einsatz von Licht. Jetzt gerade am 1. September ist die nächste Stufe der Ausphasung thermischer Lichtquellen in Kraft getreten. Also Halogenlampen als die letzten verbliebenen Glühlampen sind jetzt nicht mehr vermarktbar, mittel- und langfristig, so wie die Glühlampe eben ausgefasst wurde ab 2008, ist jetzt die nächste Stufe vollzogen. Mhm. Und wir haben im Bereich des Kunstlichts praktisch ausschließlich in der Zwischenzeit LED-Lichtquellen. Und diese LED-Lichtquellen, die stellen aus lichtbiologischer Sicht ein sehr, sehr großes Risiko dar, weil sie sich in ihrer Spektralzusammensetzung grundlegend von den natürlichen Lichtquellen unterscheiden. Und die Glühlampe zählt nach meinem lichtbiologischen Verständnis auch zu den natürlichen Lichtquellen. Die könnte man in eine Reihe stellen mit Kerzenlicht, mit Feuer. Okay. Und also die alte Glühlampe, die es ja eigentlich nicht mehr gibt, oder beziehungsweise die. Also es stimmt ja nicht, dass sie nicht mehr. Dass es sie nicht mehr gäbe, sondern man muss es sich halt zum Beispiel über Online-Händler besorgen. Die dürfen noch abverkauft werden, dürfen aber nicht mehr neu in Verkehr gebracht werden bzw. hergestellt werden. Mhm. Wenn man halt nur auf die Energieeffizienz schaut und damit ganz bestimmte wichtige Aspekte eigentlich von Licht komplett vernachlässigt werden. Also das heißt, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dass auf der einen Seite der Einsatz dieser, ich nenne es mal Sparlampen und LEDs, weil die ja auf einer ganz anderen Ebene auch Energie verbrauchen, also diese auf der einen Seite, das, was wir mitbekommen, Energiesparen ist gut, deshalb setzt die Lampen ein, hat aber einen negativen oder nicht so guten, schlechten Einfluss auf den menschlichen Organismus, ist das richtig? Absolut. Und da wird auch nur ein ganz geringer Teil letzten Endes adressiert. Also die EU-Kommission hat vor einigen Wochen oder 3 Monate ist es vielleicht her, eine Opinion zu den gesundheitlichen Risiken von LED-Beleuchtung herausgegeben. Und die Lichtindustrie hat sofort bestimmte Schlüsselbegriffe aufgegriffen aus dieser Opinion und es für sich jetzt zum Positiven hin gedeutet, dass also keinerlei Risiken für die Menschen existieren würden. Wenn man allerdings diese Opinion, die auch frei verfügbar ist, mal aufmerksam liest, dann kommen sehr wohl bestimmte Themen immer wieder vor und die Kommission kommt dann, sie benennt die möglichen Risiken und kommt dann immer wieder zu dem Schluss, naja, wir haben im Moment keinen Anhaltspunkt, dass diese Risiken so gravierend sind. Sodass man weiter mit diesen Produkten am Markt bleibt oder sogar so weit geht, dass man alle anderen
Produkte, insbesondere die Glühlampe, jetzt mittlerweile verboten hat, ohne dass es wirklich Beweise dafür gäbe, dass die LED-Beleuchtung unschädlich ist. Mhm. Und die Quintessenz ist letzten Endes, für gesunde Menschen besteht kein besonderes Risiko. Aber was ist zum Beispiel mit Kindern? Was ist zum Beispiel mit älteren Personen, die ganz bestimmte Medikamente nehmen, die als Photosensibilisatoren dienen können? Wir haben jetzt im Moment gerade eine Diskussion über die Abschaffung der Zeitumstellung. Mhm, richtig. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite bezweifelt die EU-Kommission Share, eben die für die Risikobewertung verantwortlich ist, dass die Einflüsse von LED-Beleuchtung auf die chronobiologischen Funktionen des Menschen von besonderer Bedeutung sind. Also hier klaffen einfach ganz bestimmte Ansichten komplett auseinander. Denn wer sich mit der Chronobiologie beschäftigt hat, der erkennt, dass es sich dabei um eine Schlüsseldisziplin handelt, wenn es darum geht, präventiv für die Gesundheit etwas zu tun, und zwar mit einfachen Mitteln. Das ist ja hochinteressant. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte solche Studien nachlesen, wo findet man sowas? Gibt es da vielleicht, können Sie uns vielleicht für die Shownotes einen Link geben, wo man sagt, da kann ich das mal lesen? Ich kann auch diese Opinion als PDF zur Verfügung stellen, beziehungsweise den Download-Link. Ja. Es ist ja ein öffentliches Dokument, und man kann aus dieser Opinion sehr, sehr viel lernen, wenn man überall dort sagt, okay, da wo die Kommission sagt, wir glauben nicht, dass das ein Problem darstellt, wenn man dieses wir glauben nicht einfach mal rausstreicht, dann kann man sich mit den ganzen Aspekten, die im Moment eben noch ungeklärt sind, mal vertraut machen und kann sich ein eigenes Bild machen. Und dann kommt man unter Umständen zu dem Schluss, dass diese Entscheidungen für die LED und gegen die letzte verbliebene natürliche Kunstlichtquelle der Glühlampe nämlich, dass diese Entscheidungen problematisch sind. Ja, also das finde ich hochinteressant, gerade dass man, oder auch der Hinweis nochmal von Ihnen, man sollte sich immer selbst ein Bild machen, man kann es gut finden oder schlecht finden, aber man muss sich immer selbst erstmal ein Bild machen, bevor man irgendwelche Meinungen hört und die dann versucht irgendwie zu interpretieren oder noch schlimmer zu machen. Also würde mich sehr freuen, wenn wir da den Hinweis bekommen. Ich würde gerne mal so für mich, so für den Laien im täglichen Alltag, so über diese Themen sprechen, wenn ich benutze ein Smartphone, ich gucke Fernsehen, ich sitze hier vorm PC, ich habe hier eine kleine Lampe stehen. Was ist mit diesen Lichtquellen? Ich meine, ich weiß ja zum Beispiel, dass das Thema Smartphone, es gibt eine Firma, die hat die Funktion, dass abends dieses Bild etwas dunkler wird, dass blaues Licht etwas geringer vom Körper genommen wird. Ich weiß, dass Sie selber mit dem Thema der Lichtbrillen arbeiten. Ich weiß, wir haben selber auf dem Biohacking-Kongress für meinen kleinen Sohn so eine Lichtbrille gekauft, die er jetzt immer aufhat, wenn er abends vorm PC sitzt. Und es gibt ja viele Dinge, die man tun kann. Können Sie so ein paar Tipps oder ein paar Beispiele aus dem Alltag geben, vielleicht mal, was man machen kann, beziehungsweise wo schädliches Licht ist? Also es gibt, um da einen Einstieg zu finden, einen relativ schlichten Satz. Wir bekommen tagsüber zu wenig echtes Tageslicht und dafür in den Abendstunden und in der Nacht zu viel Kunstlicht. Und wenn man an dieser Aussage mal anknüpft, das heißt also, dass man zum Beispiel, nachdem man eine Stunde am Bildschirm konzentriert gearbeitet hat, dass man mal ans Fenster geht und das Fenster öffnet, das ist ganz wichtig, weil die heutigen Architekturverglasungen machen aus gutem Tageslicht schlechtes Kunstlicht, dadurch, dass sie auch wieder bestimmte Spektralanteile rausfiltern. Also nachdem ich meine Augen mit dem Sehen in der Nähe am Bildschirm belastet habe, mal ans Fenster gehen, Fenster aufmachen und nach draußen schauen und vielleicht auch ein paar Augenübungen machen, statt zu starren, die Augen in Form einer liegenden Acht hin und her bewegen. Und das für 5 Minuten vielleicht, das wäre schon ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um unsere Augen wieder an das heranzuführen, was eigentlich wichtig
war die ganze Zeit, in der wir uns als Menschen entwickelt haben. Wir haben praktisch nicht gelesen, sondern nur bei bestimmten Tätigkeiten fokussiert geschaut. Mhm. Und ansonsten, wenn man durch den Wald oder durch die Steppe gestreift ist, dann war es halt auch wichtig, dass man nicht nur bestimmte Dinge im Fokus hat, sondern auch die Sachen, die von außen so auf einen vielleicht, wer springt jetzt gerade aus dem nächsten Busch hervor. Also das periphere Sehen, das hatte die längste Zeit in der menschlichen Existenz eben auch eine ganz große Bedeutung. Und nicht immer nur im Nahfeld tätig sein oder blicken, sondern auch mal in die Ferne schweifen mit den Augen. Also ähnlich wie die körperliche Bewegung, die ich brauche, weil ich zu viel sitze, weil ich mich wenig bewege, dann auch eben die Bewegung der Augen tatsächlich für 3, 4, 5 Minuten trainieren wieder mal. Ne? Schöner Hinweis, ja. Und deshalb die Arbeit immer mal wieder unterbrechen und im Auge diese Entspannung gönnen, dass es halt auch mal in die Ferne und dass es sich wieder bewegen kann und nicht nur starren muss. Das wäre so ein Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, das haben Sie schon genannt, dass die meisten Displays und auch jetzt die LEDs das Problem mit sich bringen, dass sie einen sehr hohen Blauanteil haben. Und dieser hohe Blauanteil, der ist aggressiv, wirkt also nicht nur auf unsere Chronobiologie störend, sondern greift auch letzten Endes die Netzhaut an und also die Zellen der Netzhaut. Und es handelt sich ja dabei um ein sehr delikates System in unserem Auge. Und da wäre es in der Tat sinnvoll, wenn man zum Beispiel mit Bildschirmschutzbrillen arbeitet, wenn man mit solchen Softwarelösungen arbeitet, die die höheren Blauanteile reduzieren. Das Ganze ist nicht nur am Abend wichtig, sondern das Auge wird letzten Endes auch bei langer Bildschirmarbeit am Tag durch diese Blauanteile gestresst. Und was den Bildschirmen fehlt und was auch den LED-Lichtwellen fehlt, sind die regenerativen Anteile auf der anderen Seite des Regenbogens. Also die kurzwelligen stellen zellulären Stress dar. Das wäre also violett, indigo, blau, diese Farben. Und das Rot, das Infrarot, Nahinfrarot sind die Spektralanteile, die jeder kennt Rotlicht aus der Hausapotheke oder die meisten kennen es noch. Man kann es auch heute noch in jedem Elektromarkt kaufen. Das sind diese roten Lampen, ne? Die auch Wärme. Diese Wärmelampen, die sind im Prinzip zur Verbesserung des Stoffwechsels gut. Die sind regenerativ von ihrer Wirkung, fördern die Wundheilung. Und das sind genau die Spektralanteile, die eben in dem LED-Licht, das die Bildschirme beleuchtet oder auch unsere Räume beleuchtet, nicht mehr vorkommen. Das heißt, wir haben weiterhin oder sogar in verstärktem Maße aggressive Spektralanteile und die regenerativen Spektralanteile, die fehlen. Und dadurch geht halt die Schere auseinander. Das heißt, wenn die Regeneration des Gewebes zu kurz kommt, dann bedeutet es letzten Endes eine Begünstigung degenerativer Prozesse. Und diese degenerativen Prozesse werden halt durch die kurzwelligen Anteile vorangetrieben oder begünstigt. Jetzt gibt es ja, ich habe ja viel beruflich mit Ärzten zu tun und da ist ja immer die Frage, was ist mit dem Sonnenlicht? Also wie lange setze ich mich Sonnenlicht aus? Ist es gefährlich für mich, wenn ich das tue? Jetzt sind wir ja alle den ganzen Tag überwiegend bekleidet, dass selbst wenn ich mich draußen bewege, ich habe maximal mal im Sommerurlaub zwischen 1 und 3 Wochen vielleicht die Möglichkeit, mal ein bisschen mehr Haut mit Sonne in Berührung zu bringen. Irgendjemand hat mir letztes Mal gesagt, damit zum Beispiel dieses Thema ist ja ein großer Hype, auch immer die Frage nach Vitamin D und wie, soll ich zusätzlich supplementieren oder reicht es, wenn ich mich
was weiß ich, 20 Minuten oder eine Stunde am Tag draußen bewege, da gibt es ja ganz unterschiedliche Meinungen zu. Also letztens hat einer zu mir gesagt, ich müsste eigentlich mittags eine halbe Stunde nackt in die Sonne stellen, damit ich das aufnehme, was ich an Sonnenlicht brauche. Jetzt ist das nicht was ich praktizieren kann, wenn ich in Dortmund oder in der Innenstadt bin, aber gibt es da irgendwie einen Hinweis, was kann ich tun? Sie haben es gerade schon schön gesagt, mit dem mal rausgucken, mal rausgehen. Genau, was kann ich tun? Also Sie haben jetzt schon viele Aspekte genannt, die könnten letztendlich auch von mir formuliert gewesen sein. Gerade das eine halbe Stunde oder 20 Minuten bei Sonnenhöchststand sich möglichst mit einer großen Körperoberfläche der Sonne aussetzen und das auf einer regelmäßigen Basis. Das wäre eigentlich der beste Sonnenschutz. Aber wir haben halt heute in unserer Gesellschaft das Problem, dass die Informationsquellen genau widersprüchliche Ratschläge geben. Auf der einen Seite haben wir die Weltgesundheitsorganisation, die eben sagt, Sonnenlicht ist ein Karzinogen. Und auf der anderen Seite haben wir die Sonnenanbeter, die ohne das Sonnenlicht nicht existieren können und sich bei jeder erstbesten Gelegenheit in die Sonne knallen. Also irgendwo dazwischen liegt natürlich die Wahrheit. Und wir werden heute durch zum Beispiel Sonnenschutzmittel, die ja jedem anempfohlen werden, in Versuchung geführt, falsch mit der Sonne umzugehen. Die Art und Weise, wie wir Urlaub machen. Also dass man sich mit Sonnenschutzmittel einreibt, um dann zum Beispiel 4 Stunden in der Sonne sich aufhalten zu können, ist nicht unbedingt das Vernünftigste und hat mit dem, was die Natur uns eigentlich vorgegeben hat, nur noch ganz, ganz wenig zu tun. Wir sind auf der einen Seite abhängig von der Sonne. Das kann man im Baltikum zum Beispiel beobachten, in den Frühlingsmonaten, wenn die Sonne dann wieder kommt. Da sitzt jeder an der Bushaltestelle oder wo auch immer, sitzt da und streckt sein Gesicht in die Sonne und genießt die Sonnenstrahlen auf dem Körper. Und früher, solange man eben nicht 95% seiner Lebenszeit in geschlossenen Räumen verbracht hat, sondern draußen in der Natur war, da gab es auch weniger Sonnenbrände, weil man einfach schon, wenn die Sonne im Frühjahr die Strahlen etwas stärker wurden und der UVB-Anteil höher wurde, dann hat man halt eine kleine Dosis bekommen. Und so wie sich die UV-Strahlung im Laufe des Jahresgangs verändert hat, konnte der Körper immer entsprechend nachregeln. Und genau das ist heute halt nicht mehr möglich, wenn Sie sagen, in Dortmund oder wo auch immer, ist ja jeder, der einen Arbeitsplatz im Innenraum hat, der hat eigentlich das Problem, dass dann, wenn die Sonne am effektivsten ist, dass er da nicht in die Sonne gehen kann. Es bleiben die Wochenenden, dann ist aber das erste Wochenende, wo man Zeit hätte, in die Sonne zu gehen, spielt das Wetter nicht mit. Und so passiert es eben, dass unsere Haut ungeübt im Umgang mit dem aktuellen Sonnenlicht ist. Und dann können schon eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Exposition genügen, dass man Sonnenbrand bekommt. Und die Vorgaben oder die Empfehlungen zum Beispiel der Internationalen Beleuchtungskommission gehen in die Richtung, dass wenn man über Vitamin D nachdenkt und das Vitamin D über die Haut bilden möchte, dass man dann eben zum Sonnenhöchststand, das ist bei uns, solange die Sommerzeitregelung gilt, mittags um 13 Uhr, dass man sich da etwa 20 Minuten so großflächig wie möglich in der Sonne exponieren sollte, und zwar auf die nackte Haut. Mhm. Das hat dann zur Konsequenz, dass ich in der kürzesten Zeit den maximalen Effekt habe, denn das, was man braucht für die Vitamin-D-Produktion, ist das UVB, also die kurzwellige UV-Strahlung. Und die hat die höchste Konzentration mittags bei Sonnenhöchststand. Und je größer die Hautoberfläche ist, die ich exponiere, umso effektiver ist dann
Bestrahlung. Und natürlich fängt man auch nicht am allerersten Tag, wo die Sonne stark ist, mit den 20 Minuten an, sondern man fängt mit 5 Minuten an und überprüft, hat man das gut vertragen. Wenn ja, dann kann man am nächsten Tag 10 Minuten in der Sonne bleiben. Und wenn man das eine Woche lang zum Beispiel durchzieht, dann braucht man eigentlich für vernünftige Aufenthaltsdauern in der Sonne keinen chemischen Sonnenschutz mehr, weil sich dann innerhalb dieser einen Woche die Haut weitestgehend an die Sonne gewöhnt hat, sodass man zum Beispiel eine Stunde oder maximal vielleicht auch 2 Stunden mal draußen sein könnte, ohne dass man einen Sonnenbrand bekommt. Aber das ist halt alles hypothetisch in der heutigen Zeit. Die Menschen fliegen zu allen möglichen Jahreszeiten in Regionen auf der Erde, wo die Sonne viel zu stark ist für ihre individuelle Disposition. Daraus entstehen dann letzten Endes die Probleme. Ja, genau. Also das ist, glaube ich, ein guter Hinweis, dass es in vielen Richtungen wirklich hypothetisch ist oder theoretisch bleibt, weil der Mensch heute ein ganz anderes Leben lebt. Aber ich glaube, wichtig nochmal der Hinweis auch, es zumindest so natürlich, wie es irgendwie geht, zu versuchen. Sie haben ja, wir können noch über so viele Dinge reden, also gerade das Thema Sonnenschutz, welche Sonnenschutzmittel sind gut, sollte man verzichten, auch Aufnahme, Haut und so weiter. Ich weiß, dass Sie da auch sehr, sehr gute Tipps haben. Jetzt habe ich immer so ein bisschen das Problem, wir haben so einen Podcast Dauer von ungefähr eine Dreiviertelstunde. Wir sind schon über 40 Minuten dabei. Es ist so hochspannend und so sind so viele Informationen. Ich könnte Sie noch so viele Sachen fragen. Dennoch habe ich meinen Rahmen und den würde ich ganz gerne einhalten. Also ich habe aber trotzdem eine Sache noch, die ich doch noch loswerden oder fragen will. Bei all dem, was Sie gesagt haben, Sie haben es vorhin auch schon mal in einem fast Nebensatz gesagt, als es um den Chirurgen ging. Ich kann mir vorstellen, dass nicht alle, ich nenne es jetzt mal Schulmediziner, offen sind für das, was sie sagen, beziehungsweise das, was sie machen. Gibt es denn Kombinationen, wo sie sagen, da bin ich im Austausch mit anderen Medizinern und wir arbeiten zusammen? Ich habe letzte Woche jemanden hier gehabt, da ging es um das Thema Hypnose, Gesichtslesen, auch hochinteressant. Die berichtete ähnliche Dinge, dass der Arzt nicht mit ihr arbeitet, sondern dass der Patient mit ihr arbeitet. Aber wie ist das bei Ihnen? Also die Community, die sich mit dem Thema Licht beschäftigt, die ist überschaubar. Es gibt natürlich den einen oder anderen Kollegen, die eine oder andere Kollegin, die sich für die Thematik interessiert. Aber man muss in der Medizin, in der therapeutischen Ausübung der Medizin ja immer sehen, kann ich denn bestimmte Maßnahmen überhaupt in irgendeiner Form auch in Abrechnung bringen. Und wenn Sie sich jetzt mal die Abrechnungsziffern, ich muss leider halt auch immer mal wieder ins Thema kommen, in der GOA anschauen, dann sind die gesamten Lichttherapien, für die es tatsächlich auch einen einzelnen Abschnitt gibt, alle mit einem reduzierten Gebührenrahmen versehen. Und das führt dann dazu, dass man 3 Euro, 4 oder 5 Euro für so eine Anwendung abrechnen könnte. Da sind wir dann wieder genau bei dem Punkt, dass die Voraussetzungen, die Rahmenbedingungen nicht gegeben sind, um so eine interessante therapeutische Modalität dann in der Praxis auch in Anwendung zu bringen. Und wenn man das mal sehr schade, und das ist auch sicher der Grund, warum dann viele Kollegen denken, naja, warum soll ich mich damit jetzt belasten? Ich habe für eine Lichttherapie ist ein ganzer Raum dann blockiert für eine bestimmte Zeit und ich kann nur 3 Euro oder 5 Euro dafür abrechnen, als lasse ich es lieber. Okay. Also dann ist es ja weniger ein Akzeptanzproblem nach dem Motto, das ist jetzt, ich sag mal, Charlatanerie, Humbug oder wie auch immer, sondern die Akzeptanz ist schon gegeben. Es wäre dann aus Ihrer Sicht eher ein Problem, dass Sie sagen, Mensch, ich kann es gar nicht machen, weil ich kriege es nicht abgerechnet, beziehungsweise dass der Verdienst des Arztes ist so gering, dass es sich nicht lohnt, wie Sie sagen, dafür Räume vorzuhalten, Geräte anzuschaffen.
Ich weiß, dass zum Beispiel, ich habe mit einem Kollegen von Ihnen gesprochen, also jetzt nicht unmittelbar Kollegen, sondern ärztlicher Kollege gesprochen, der das Thema Lichttherapie, Phototherapie einsetzt im Bereich der Klebepflaster. Da gibt es jetzt auch irgendwas Neues, also hochspannend. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Da werden die Meridiane auf der Akupunktur miteinander verbunden und so. Also auch spannend, schmerztherapeutisch wohl ganz, ganz wirksam. Also ich war hoch erstaunt, was da alles möglich ist. Wahnsinn. Ja, zum Schluss würde ich ganz gerne noch eine kurze Frage, kurze Antwortrunde machen. Ist deshalb immer spannend für uns, weil wir auf gleiche Fragen unterschiedliche Antworten bekommen. Reicht auch eine ganz kurze Antwort. Ich lege einfach mal los. In Zukunft der Medizin, wohin entwickelt sich das Thema Medizin aus Ihrer Sicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Es wird immer spezifischer, immer individueller und immer teurer. Und ich habe kein gutes Gefühl. Ich denke, dass mit dieser Tendenz die Machtverhältnisse sich sehr ungünstig verschieben und dass die Versicherungssysteme beispielsweise immer mehr an ihre Grenzen stoßen werden. Das bedeutet dann, dass die persönliche Vorsorge und Prävention letztendlich einen immer größeren Stellenwert bekommt. Mhm. Aber gerade das Thema Prävention ist natürlich unglaublich wichtig, ne? Das, ja, schön, dass Sie nochmal darauf hinweisen. Gibt es eine Entscheidung in Ihrem Leben, die Sie gerne ändern würden, wo Sie sagen würden, ich würde heute gerne was anderes machen oder hätte ich das gern? Nein, das gibt es nicht. Das ist sehr schön. Das ist immer die beste Antwort, finde ich, weil damit weiß man, dass man auf dem richtigen Weg ist. Gibt es einen Ort in der Welt, an dem Sie gerne arbeiten wollen oder leben möchten, außer jetzt Heidelberg? Ist ja schon sehr schön. Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich eben einen Teil meiner Lebenszeit auch in meinem Lieblingsland verbringen kann. Das ist die Schweiz. Mhm. Allerdings bin ich eben gebürtiger Heidelberger und bin hier seit Anfang an ansässig und genieße es sehr. Aber die Schweiz, wie gesagt, ist ein Land, in dem ich mich auch sehr gerne aufhalte. Schön, wenn man es ja jetzt schon miteinander verbinden kann. Ne? Gibt es ein Buch oder einen Film, der Sie besonders mitgerissen, motiviert hat oder erreicht hat, den Sie empfehlen können hier für unsere Community? Es gibt einmal ein Buch, das mich sehr fasziniert hat. Gödel, Escher, Bach von Douglas Hofstetter. Mhm. Und ein anderes Buch von Marco Bischoff, Biophotonen, das Licht in unseren Zellen. Sehr schön, das werden wir auf jeden Fall als Link mal mit in die Shownotes sehen. Immer sehr interessant, themenspezifische Informationen noch im Nachhinein zu bekommen von unseren Gästen. Und die letzte Frage ist für uns immer, oder für mich nicht ganz uneigennützig, gibt es irgendjemanden, den Sie uns hier als Podcast-Gast empfehlen würden, auch aus dem Bereich Medizin sehr gerne, aber natürlich auch aus anderen Bereichen? Ach, da müsste ich erst noch mal drüber nachdenken. Kein Problem. Können wir nachreichen. Fällt mir jetzt aktuell niemand ein. Kein Problem. Können Sie mir ja gerne nachreichen, wenn Ihnen jemand einfällt und wir können uns dann im Nachhinein noch mal besprechen. Ja, ganz, ganz spannendes Interview. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Wunsch. Wie gesagt, ich habe nachher so viele Sachen mehr aufgeschrieben hier, die ich gerne noch gefragt hätte, aber ich glaube, der große Überblick über das Thema Licht und auch über diese spannende Thematik, die Sie beleuchten, ist deutlich geworden, was ich sehr schön fand, dass Sie am Anfang sehr offen über sich und über die Entwicklung gesprochen haben, auch den Weg zum Unternehmer und wie Sie es angegangen sind. Ist für mich immer ein tolles Learning und auch für alle die hier zuhören. Also vielen, vielen Dank nochmal nach Heidelberg und für Sie Zuhörer und Zuschauer herzlichen Dank fürs Zuschauen. Eine Bitte zum Schluss noch, wir freuen uns immer über jegliche Bewertung bei iTunes oder YouTube, denn nur so können wir wissen, was wir besser machen, so können wir interessante Gäste in den Podcast holen und deshalb freue ich mich sehr über eine Bewertung, am besten natürlich über eine gute Bewertung und denken Sie mal dran, bleiben Sie unternehmerisch, tun Sie was, bleiben Sie aktiv. Dr. Wunsch, vielen Dank nochmal nach Heidelberg und alles Gute für Sie. Vielen Dank, Herr Neumann. Gute Zeit.